jüngsten Hochwasser- und Starkregenereignisse haben gezeigt, wie wichtig Hochwasserschutz für die Kommunen, Stadt, Land und Bund ist. Mit dem Internet der Dinge und smarter Sensorik lassen sich Vorhersagen treffen. Und auch für die Infrastrukturplanung sind sie unverzichtbar. Auch im Innovationszentrum Eastside Fab wurde dieses Thema nun aufgegriffen. Das Projekt Datenflut setzt sich zum Ziel, einen IoT-basierten modularen Demonstrator zur Echtzeitdatengewinnung von IoT-Sensoren im Bereich Hochwasserereignisse zu entwickeln. In unserem Demonstrator bringen wir verschiedene IoT-Technologien in den Einsatz. Wir haben hier Sensoren zur Erfassung von Lufttemperatur, von Niederschlägen und auch in verschiedensten Arten der Pegelmessungen über Druck, Ultraschall oder über Radar. Und unser ganzes System monitoren wir mit einem Wasserzähler von Zennern natürlich auch über IoT. Mit LoRaWAN werden hier die Daten in die Element IoT Datenplattform übertragen und von dort können sie auch in entsprechenden Visualisierungstools weiterverarbeitet werden. Und mit so einem Konzept lässt sich ein x-beliebiges Hochwasserwarnsystem realisieren. In diesem Projekt sollen gemeinschaftlich und kollaborativ erste Grundsteine und Methoden für Hochwasser- und Überflutungsfrühwarnsysteme erarbeitet werden. Dazu arbeiten die Projektpartner Zenner, die METO, die HTW Saar und die Firma Shapefield zusammen. Das Ziel unseres Projektes ist es, das methodische Konzept eines Echtzeit-Frühwarnsystems zu entwickeln. Mit dem Demonstrator sollen verschiedene Starkregenereignisse simuliert werden. Es soll gezeigt werden, wie Überflutungen mit Sensorik detektiert, gemessen werden können und daraus Entscheidungsgrundlagen geschaffen werden. Zudem wird durch den Demonstrator die Möglichkeit geschaffen, die haptische Einbindung in ein solches System live vor Ort zu sehen und zu erproben, sowie im Kontext verschiedener Einbausituationen zu vergleichen. Wir visualisieren die Daten auf verschiedenen Dashboards und gerade wenn man immer über den Begriff digitaler Zwilling redet, empfinden wir es als sehr wichtig, dass man das haptische Gegenstück auch in der Hand haben kann, die Wirkungsweise von Sensoren genau auch erkennt und bestmöglich einsetzen kann. Und im Endeffekt wollen wir mit unserem System etwas schaffen, das sich später nahtlos in Smart City Projekte, aber auch in Hochwasserwarn- und Frühsysteme integrieren lassen kann. Kommunen und Stadtwerke bekommen also bald ein Werkzeug an die Hand, mit dem Hochwasserereignisse vorhergesagt werden können, um Städte, Gemeinden und Bürger besser zu schützen.